Gebäudesanierung ist ein komplexes Thema. Viele Teile des Sanierungsprozesses schrecken ab. Ein unangenehmes Thema für die einen, eine unmögliche Berechnung für die anderen. Die Kosten. Hi, ich bin's Terry und ich sehe mir heute mit euch das Thema Kosten und Finanzierungen von Sanierungsprojekten genauer an. Welche Kosten kommen auf dich zu? Worauf musst du achten, wenn du einen Kredit aufnehmen willst? Und welche Förderungen gibt es? Heute habe ich mir einen Experten auf diesem Gebiet eingeladen. David Gleixner, Leiter des Wohnquadrats der Erste Bank und Projektleiter für Eigenheimsanierung. Aber kurz zurück zu den generellen Kosten. Die Kosten bei einer Sanierung setzen sich aus verschiedenen Maßnahmen zusammen. Je größer die Sanierung, desto größer natürlich Aufwand und die Kosten. Grundsätzlich kannst du dich zwischen Teilsanierungen oder Einzelbauteilsanierungen und der ganzheitlichen Sanierung entscheiden. Dein Ziel bei einer Sanierung sollte immer sein, das Gebäude möglichst nah an den Standard der Neubauten anzupassen. Was ist aber wichtig dabei zu bedenken? Welche Kosten kommen bei einer Sanierung auf mich zu? Das ist unterschiedlich. Das kommt ganz stark darauf an, welche Maßnahmen ich setzen möchte bei meinem Eigenheim. Wichtig ist dabei, dass man sich überlegt, welche Maßnahmen sind sinnvoll, welche sind notwendig und welche sind auch künftig zu erwarten. Dabei hilft ganz gut, sich damit auseinanderzusetzen, welchen Lebenszyklus steckt denn gerade die Immobilie und in welcher Lebensphase stecke ich als Bewohner? Welchen Anspruch stelle ich an meine Immobilie? Das heißt, Planung ist total wichtig. Wer könnte mich dabei unterstützen? Hier gibt es zwei Ansätze. Einerseits, ein Sanierungskonzept erstellen zu lassen. Bei einem Ziviltechniker, da gibt es unterschiedliche Zugänge. Und ganz wichtig, und das kann man wirklich sehr empfehlen, ist eine Energieberatung in Anspruch zu nehmen, die einen sehr guten Überblick geben über die Schritte, die gemacht werden müssen, um zu einem energetisch sanierten Haus zu kommen. Das nächste Thema, das vielen Kopfschmerzen bereitet und oft Schwierigkeiten macht. Kredite. Es gibt verschiedene Grundvorgaben, die du erfüllen musst, um für einen Kredit in Frage zu kommen. Zwei sind hier besonders wichtig. Erstens, eine gewisse Kreditwürdigkeit muss gegeben sein. Das bedeutet ganz einfach, dass du als Kreditnehmerin monatliche Rückzahlungen auch nachhaltig stemmen kannst. Und zweitens, es muss ein bestimmtes Minimum an Eigenmitteln vorhanden sein. Vorsicht! Worum es sich bei Eigenmitteln eigentlich wirklich handelt, wird oft von vielen falsch verstanden. Wir können das Missverständnis aber aufklären. Also was sind diese Eigenmittel jetzt eigentlich? Das geht hier um diese 20% Eigenmittel. Es geht aber hierbei nicht rein um Cash-Eigenmittel, die die Kundinnen haben, zum Beispiel auf Sparbüchern oder auf Girokonten, sondern es können auch Wertpapiervermögenswerte oder Versicherungsrückkaufswerte oder eben Immobilienwerte herangezogen werden. Immobilienwerte zum Beispiel das Haus, das gerade saniert werden soll. Deshalb ist es uns auch ganz, ganz wichtig, dass die Kundinnen sehr früh im Stadium in der Planung zu uns kommen und ein Finanzierungsberatungsgespräch in Anspruch nehmen, damit wir hier sehr gut in den finanziellen Rahmen abstecken können und gut vorbereiten können. Was bei einem Kredit besonders zu beachten ist, haben wir also schon festgelegt. Es geht aber noch weiter mit einem wichtigen Schritt in puncto Finanzierung: Förderungen. Die Förderlandschaft in Österreich ist vielfältig und für Außenstehende oft komplex. Es gibt Förderungen über den Bund, die Länder und das für die verschiedensten Teilaspekte und Maßnahmen der Sanierung. Um ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, hilft euch die Erste Bank und Sparkasse als beratende Stelle. Welche Fördermöglichkeiten bieten sich mir, wenn ich saniere? Da gibt es unterschiedliche. Im Rahmen von Finanzierungsberatungsgesprächen mit unseren Kundinnen gehen wir auf die einzelnen Fördermöglichkeiten ein und erklären auch diese. Es gibt zum einen Direktzuschüsse, es gibt auf der anderen Seite auch monatliche Unterstützungsförderungen, die von der Landesdirektförderung zum Beispiel sehr stark ausgeprägt sind. Wir gehen dann wirklich individuell auf die Kundinnen, auf das Vorhaben ein und versuchen hier einen guten Überblick zu verschaffen und auch unterstützen dann im Zuge der Finanzierungsabwicklung bei der Förderbeantragung. Was wären so Beispiele für Förderungen? Also das klassische Beispiel aktuell und eine sehr attraktive Förderung ist die Eigenheimsanierungsförderung im Land Niederösterreich, kombiniert auch mit der Bundesförderung, mit dem sogenannten Haushaltsöl- und Gasbonus. Das ist sicherlich sehr bekannt. Das ist auch sehr interessant, dass diese Fördermöglichkeiten auch kombiniert werden können. Einerseits kann man sagen, je umfassender die Sanierung, desto höher die Kosten. Auf der anderen Seite, desto höher auch die Fördermöglichkeiten. Du hast dich also bezüglich Krediten und Förderungen schon beraten lassen. Wie geht es jetzt aber weiter? Wie beantrage ich eine Förderung? Ja, also ein Großteil der Förderungen können mittlerweile online beantragt werden. Teilweise führen das direkt die Professionistinnen, die Handwerksbetriebe, Installateure und so weiter durch. Ein Teil ist noch sehr oldschool über die klassische Papierform, das Formular einzureichen, die werden aber immer weniger. Also zusammenfassen, wie könnt ihr mich bei meiner Sanierung unterstützen? Also zunächst stellen wir Informationen auf der Homepage, in George oder auf Informationsveranstaltungen unseren Kundinnen zur Verfügung zum Thema Wohnen und Sanieren. Wir haben Wohnbauspezialistinnen im Einsatz, die wirklich sehr professionelle Beratung unseren Kundinnen bieten rund um das Thema. Wir haben ein sehr gutes Netzwerk zur Energie- und Förderberatungsstellen, das wir unseren Kundinnen gerne zur Verfügung stellen, indem wir Kontakte herstellen und auch einen guten Überblick geben. Kurz zusammengefasst, wir beraten und begleiten unsere Kundinnen bei der Wohnbaufinanzierung ihres Eigenheimsanierungsvorhabens oder auch beim Eigenheimkauf von Beginn der Überlegung bis zur Finalisierung des Projekts.
David, danke, dass du heute da warst und unsere Fragen beantwortet hast. Sehr gerne, Terry. Danke für die Einladung. Für mehr Informationen zu Sanierungen, Förderungen und Finanzierungen wirf einen Blick auf die Website der Erste Bank und Sparkasse. Unter der Sektion Finanziell gesund kannst du dich zu vielen finanziellen Themen schon vorab informieren. Wenn du nach mehr Beratung suchst, deine Kundenberaterin oder dein Kundenberater können dir in einem Gespräch deine Fragen beantworten und gemeinsam mit dir umfassende Pläne erarbeiten. Ciao und bis zum nächsten Mal.